Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LSMS, willkommen hier zurück auf der Gemeinderadar mit dem Flo und dem lieben Sebastian. Der Flo ist nämlich ja ganz böse, drum habe ich nicht lieben. Hey. Gesagt. Aha! Seine Unterstellung. Aber ja, einen wunderschönen Sonntagmittag. Ja, ja. Wünsche ich euch auch. Ja, ich habe schon mal wieder den vollen Anhänger Silage aus dem Silo rausgeholt und bin schon wieder am Wegfahren. Was machen die anderen? Ich glaube, Schwaden und. Ben am Schwadinski! Wenden! Sebi! Der bremst verliert, ne? Jung, die Fahrzeuge sind, ich wollte jetzt eigentlich sagen, nur gemietet, aber wir haben sie gekauft. Nee, mein. Und wenn du sagst, die Fahrzeuge sind neu, stimmt's beim Unimog auch nicht mehr. Ha! Leute, die Fahrzeuge sind gekauft, so. Doch! Keine Sorge, wir machen schon keine Massenkarre am Arsch. Ja, sieh dich mit Lachflash, Alter. Das kann man mit dem Verkehr mal machen. Im Verkehr hatte ich schon öfter eine Massenkarre am Arsch. Meistens im Singleplayer, da habe ich schon öfter eine Massenkarre am Arsch gehabt. Wie das wohl zustande kommt, ne? Ja, ich fahr mit 80 Sachen in den Verkehr rein. Ist glaube ich nicht so gesund. Ja. Hat auf meinen Trecker ausgeschaut. Ja, das glaube ich dir. Ich bin wieder weiter. Philipp. Bin auch fast durch. Nein, nicht schon wieder. Vergiss nicht die eine Wiese, die ich vorhin gemäht habe. Vorher will ich dich nicht an der Kuhwiese sehen. Ja, ich fahre die große Runde. Oh, ich hätte eigentlich schon geladen können. Egal. Weißt du warum? Komplett Geld rein. Ich fahr auch die große Runde zu Kuhwiese, finde ich schöner. Du könntest eigentlich dann geradeaus rausfahren und dann. Aber du musst jetzt nicht übers Dorf fahren, also. Wollte ich gesagt haben. Ich könnte übers Sand fahren. Oh, wir haben genau also 99.000. Verbindungsstraßen. Werde ich dann sehen, ob ich fahr. Wie ja. 99.000, krass. Ja, dafür nee. Kommen wir auf die 100. Und Unimog hat einen guten Wenderadius. Ja. Ich mache jetzt das eine Silo links und noch leer und den Rest packe ich dann bei uns in Hochsilo rein, oder? Macht es. Okay, passt. Damit bin ich heute, glaube ich, ein bisschen beschäftigt. So, sind alle einfach mal weg von der. Vom. Ist der Florian aufgeräumt, passt. Was? Irgendwie bin ich halt ein bisschen fies zu dir. Ich nehme es aber auch aufgeräumt mit dem Schwadern. Ja. Und das Sebastian ist mit dem Zettern. Er ist mit dem Wenden aufgeräumt. Also sind alle aufgeräumt. Also hat jeder was zu tun. Mhm. Also wäre jetzt schlecht, wenn keiner was zu tun hätte. Das ist, dann wäre glaube ich einer. Das gibt's auf der Gemeinderat überhaupt nicht, dass man was nicht zu tun gibt. Das ist unmöglich. Oh, eine Gott jetzt. Alter, was habt ihr denn für diesen Stau verursacht, weil hier kommen die ganze Zeit nur Autos hintereinander her. Es war er! Ich weiß gar nicht. Oh. Hängst fest? Nee, Rückwärtsgang beim Schwaden drin. Beide sind immer noch da oben. Du weißt schon, dass wir im Uhrzeigersinn wenden heute. Ja, natürlich. Aber. Egal, aber wir starten mal wieder gegen den Uhrzeigersinn heute. Egal, wie ich fahr! Egal! Du nimmst nie das, was ich nimm! Du hättest vielleicht so zweimal vorgewendet fahren können, wäre vielleicht angenehmer gewesen, aber ich passt steht schon. Ich glaube, da oben gibt's leichte Kommunikationsprobleme. Nein! Bei uns doch nicht! Nee. Wir sind ganz dicke miteinander. Ja. Der eine will rechts und der andere links. Der bremst verliert! Oh nein! Oh Gott, Baum. Oh, ganz knapp, haarscharf. Aber ganz knapp. Ja. Aber Flo, keine Angst, ich und Sebi können das. Ja, das. Ich vertraue natürlich, seit richtige Profis in der Sache. Ja. Habe ich schon x tausendmal gemacht. Ja. Aber der Bandschwader war echt eine gute Idee. Ja. Wir haben zwar weniger Arbeitsbreite, aber ich glaube, das bügeln wir aus durch den Unimog und der den 3 km/h mehr. Ja. Also ich bin gegen den Bandschwader, weil ich damit nicht umgehen kann.
Ja. Du musst schon immer, wenn wir sparen müssen, dann macht ihr das, oder? Ja. Ja. Wir könnten aber so einen kleinen Pöttinger für dich kaufen, Sebi. Ja. So ein Einkreisler. Ja. Den dann doch lieber den Bandsparen. Da ist er gleich ruhig. Dann lerne ich doch lieber, wie der Bandsparer geht. Ja. Aber jetzt, nicht jetzt, wird erstmal gewendet. Oh. Also ich glaube, ich muss dann mal mit dem Teleladen und der Schaufel ran, weil das kriege ich ja alles nicht raus. Für euch jetzt eine schöne gerade Linie? Nee. Damit das nicht so anstrengend wird beim... Sag mal. So, ich nehme jetzt ein bisschen was von da drüben mit. Tibi ist es dann auch gleich. Wenn die Bahnen gerade sind... Ja. Was würde ich machen? Nämlich dann habe ich weniger Arbeit. Geht der Motor aus? Ja, also ich mach schon immer, dass ihr weniger arbeitet. Sebi, du kannst vorne eigentlich direkt gleich raus. Also wenn du jetzt zusammenklappst, da vorne bei zwischen den Buschen durch. Nein, ich fahre wieder vorne raus, weil ich direkt zur Wiese fahre. Ja, aber das wäre darüber kürzer. Und willst du vorne in den Busch? Kein, natürlich nicht. Doch zu einfach gewesen. Ja gut, egal. Aber was vielleicht auch mal eine Überlegung wert wäre, die andere BGA kaufen. Stadienergie, oder? Ja. Ja. Und dann richtig auf Mais gehen, wenn wir mal groß sind. Wie viel kostet denn das Teil? Ich glaube, 700.000. 650.000, glaube ich, oder so. Ja, irgendwie sowas. Also, momentan noch ein bisschen ab vom Schluss. Ja. Aber Flo, uns fehlen 1000 Moneten. Ja. Ich bin auch gerade dabei, aber ich weiß nicht, was es ist, aber. Oh Gott. Ich habe momentan das gleiche Problem wie auf der Stoppenbach. Und zwar, dass das Silo einfach sich zudeckt wieder und ich krieg's nicht auf. Ich weiß nicht, was das ist. Du musst dann mit dem Telelader hin. Ja, versuche ich gerade. Ja, wo ist er denn? Erstmal 50.000 Fahrzeuge durchtappen. Ah, da ist er. Boah, hier. Ah. Natürlich auch optimal, ne? Immer noch rückwärts rennen würden. Ja. So. Ja, dann packen wir die Gabel hier runter. Fühlt sich ganz so an, als würde ich länger gerade fahren. Ja, ist in die Augen. Der Weg ist aber kürzer. Ja. Okay. Hey, Philipp? Ja. Wie weit bist du denn mit dem Sparen? Auch noch eine Bahn nach oben, da bin ich durch. Und dann muss ich halt das kleine Stück Wiese noch machen und dann noch die Kuhwiese. Ja. Und dann noch was. Noch nicht dran bin. Dann fahre ich schnell den Case zum Hof mit dem Bänder und dann nehme ich mir mein Fendt mit dem Fendt-Ladewagen und dann fange ich an zu sammeln. So, jetzt. Boah, der Bandschwader schmeißt in die Mitte richtig schön. Das sieht doch cool aus eigentlich. Entweder dauert das so ein bisschen oder. Flo? Ja. Ist irgendwas? Ich habe irgendwie, ich kann mit der Gabel, mit der Schaufel in die Silage reinfahren. Ich wird auch was angenommen. Oder die Schaufel wird auch voll. Ich habe zwar kein Geräusch beim Aufladen, aber auch nicht beim Abladen. Und die Folie geht auch nicht weg. Und wenn ich was entlade, fällt auch nichts am Boden. Also, ach jetzt, oh mein Gott. Das hat ja Jahre gedauert. Ich habe jetzt, das ist gerade Real Talk, knapp eine Minute gedauert. Okay, eine Minute nicht ganz, aber 30 Sekunden knapp, bis die Synchro eingesetzt habe vom Silo hier. Alter. Das ist krass. Den haben wir noch nie. Oh, dann muss das ganze Teil funktionieren. Ja, jetzt sind immer die ganzen Läufchen da. Ah, ja. Slipsy! Ja? Ich beobachte dich.
So. Gut, du warst doch zu mir, Wiese. Ich hab schon gedacht, du kommst jetzt her und willst mich wieder nerven. Nö, ich doch nicht. Dass du jetzt mal wieder nicht warten kannst, bis ich ein bisschen angefangen hab zu verwenden. Ich schau mich verkeilt rein. Denn auch noch die Autos langsamer wie ich auch, Mann, ey. Ist es gut, wenn der Heuwender schon 15,9% hat? Das ist komplett irrelevant. Jetzt normal. Da stehen die Leute, oh Gott. Aber wenn er mal 70% Verschleiß hat oder so, da kann man mal reparieren, aber reparieren, ja. Unter 50% ist noch gar kein Problem. Ja. So, die Frage ist jetzt, werde ich reinkommen? Wo? In die Wiese, oder? Komm, Wirbel! Ha, in einem Zug. Ha, oh, ich bin der Pro. Ich muss im Schnitt dran denken, den Trommelwirbel einzufügen. Ja. Oh! Ich erinnere dich dann, Flo. Ja. Das ist knapp. Wer gerade fast mit dem Schwader an den Zaun hier ran. Das war natürlich nicht so gut. Weil ich auch bis zum Zaun nehmen muss. Das muss so. Jedes Pflänzchen oder jeder Gras haben wird hier ausgenutzt. Ja. Es komm. Das ist wahres Geld, was. Komm, ja. Ich bin hängen geblieben, aber ich bin wieder rausgekommen mit purer Gewalt. Müssen wir dir mal die Kollisionen hier überall aus der Rade rausmachen? Ja, wenn nicht. Also, Flo, jetzt weiß ich, was du zu tun hast. Ja, ich freue mich. Mal überall die Kollision raus aus jedem Zaun. Nee, war Spaß. Ich komm schon mit aus. Beziehungsweise ich brauche nur das Problem ist. Wenn ich das mache, dann müssen wir das Game neu aufsetzen, ne? Ja. Und das würde ich auch nicht machen. Ja, dann lass was lieber. So. Flipsi? Also wenn du jetzt fertig bist, du könntest kommen. Ich bin jetzt gerade bei der einen kleinen Wiese noch. Ja, wie viel hast du noch? Ich bin beim Vorgewende. Alter. Ich bin gerade schon bei meinem zweiten Vorgewende gewesen. Also ja, ich bin jetzt auch schon beim zweiten Vorgewende, aber. Ja, 110. Ich starte zwar, dass ich es euch so leicht wie möglich mache, aber. Ich kann nicht versprechen, dass es diese Wiese hier leichter gibt wie die andere, weil die ist auch einfach anstrengend zum Schwaden. Ja. So. So, das heißt, dieser Schlüssel, was ich jetzt rausgepackt habe, und hoch über uns zum Silo. Das passt. Oh, leck. Oh, noch mal besser leck. Alter. Als ob der Helfer drin ist. Was ist? Bei mir ist gerade einfach der Helferin. Es leckt gerade, aber ultra krass. Bin wieder ja, da. Weil der Helfer rein ist. Wieder da. Okay. Wo war komischerweise. Und so AFK. Ja. Hat doch kurz mit meiner Schwester was abklären lassen. So, passt.
Alle ganz fleißig am Arbeiten, ganz konzentriert. Nichts. Ja. Genieß einfach bloß gerade die Stille. Oh, hier steht es herrlich, nix. Ja, kann ich da? Nee, kann ich natürlich nicht. Das heißt. Echt. Viele Lader da noch rum. Kurz warten. Oh, das Ziel ist abgedeckt, wunderbar. Ich bin gleich mit den Wänden auf der Buhwiese fertig. Kommt dann gleich schon mit dem Schwader kommen. Okay. So. Ladewagen meine ich. Schwader. Schwader. Ja, ich muss aber mal kurz zu meinen Eltern. Okay. Okay. Alles gut. Johnny. Oh, jetzt hat er aber. Uiuiui. Ich sag nichts Falsches gegenüber einem Johnny, gell? Ich sag's dir. Der hat gerade durchgeschaut. Ach, das ist normal. Power braucht Leistung. Leistung braucht Kraft. Nee, warte. Ich einfach drehen. Nicht ganz so richtig, glaube ich. Power schart durch, so rum jetzt hat aber. Mission complete. Leistung. Ist ja nicht irgendwie das gleiche. Mission completed. Ich bin durch mit dem Schwaden. Das stimmt nicht, aber nicht ganz. Du musst unsere Kuhwiese. Ja, bei der bin ich aber durch. Du hast deine Träume zerstört. So. Was heißt denn, wenn wir dann ein paar Flüge nehmen? Bin gleich da. Bin kurz aufgekommen. Okay. Tja, egal. Ich gebe euch vielleicht einen kleinen Tipp. Beim Ladewagen rückwärts reinschieben. Wo? Und am allerbesten auch noch mit dem Strautmann, weil der geht leichter. Also der. Den seine Lenkachse ist besser. Wo reinschieben? Bei dem einen kleinen Eck da hinten. Da brauchst du mit dem Tigo nicht wirklich rein. Ach so, an der Wiese. Kann ich alles aufsammeln? Ja, mehr oder weniger. Wo hier doch gerade durch ist, echt anstrengend zu fahren. Ja. Ja, hat zwar nicht alles weggeboost, aber und vor allem, wenn man dann noch mit 80 fährt. Ja. Das ist doch mal nicht ganz so angenehm. Warum bremsen die denn bei der Kurve so krass? Keine Ahnung. Fahrst jetzt geradeaus, schlauer für dich. Ja, so ist gut. Ansonsten Komodo-Säge. Ja. Hey, komm schon, zieh. Oh. Weiß nicht, ob die Räder für 80 km/h ausgelegt sind von dem Bandschwader. Was hat er denn hinten für. Hat er hinten der Schüttler Dampfbomben? Nee. Und dann kann er bis 1000 km auf. Ja gut. Ja gut, ne? Dann kann man auch von den Lamborghini dann hängen, was? Also ich hab da kein Problem mit, ne? Ich geb mir VCA, dann fahr ich die 1000 km/h gerne. Geht das mit VCA? Nee, oder? Ja. Guten Tag. Ob's der packt, das weiß keiner, aber es würde gehen. Also ich glaub... Ne, warte mal, im LS geht's, die Grenze ist 230 oder 250 km/h, was der LS überhaupt zulässt. Baby steht mitten in der Wiese, ist ein Vorteil für mich. Nicht.
Aber er ist aus dem Fahrzeug ausgestiegen, oder? Ja, nee, er steht nicht mal ganz mittig in der Wiese. Und wenn er natürlich in der Mitte stehen würde und nicht aus dem Fahrzeug ausgestiegen, dann wäre es ein bisschen problematischer. Gott, was hoppelt's denn hier so? Hier sind gar keine Hunde. Ich muss sagen, die Lösung mit dem Ladewagen durch Silo geht schon relativ schnell und einfach, ne? Die Lösung mit dem was? Ladewagen durch Silo. Ja. Und die Reste ganz am Rand kriegt man halt nicht so ganz weg. Die muss man dann mit dem Ding. Dann muss man halt nochmal mit der Schaufel drüber. Aber das ist schon das bisschen, was da noch am Rand liegen bleibt, das ist jetzt nicht großartig viel. Oh, Hilfe! Der gute alte An- und Abkuppeltrick hilft doch immer. Ja. Also mal natürlich automatisch. Außer man ist kein LS-Pro, dann kennt man den Trick natürlich nicht. Ja, und man hat automatisches An- und Abkuppeln deaktiviert mit drauf. Dann funktioniert der Trick auch nicht so, wie er sollte. Ja. So. Bremsen. Oh, ja. Kann man eigentlich auch mal alle dann ausmachen und sperren hier. Wie viel haben wir jetzt drin im Lager und die Läsche? Oh, 230.000 wieder. Jo! Wo ist sie? So der Mensch. Irgendwie wird die Arbeit eintönig. Ja, was kann ich dann machen, wenn Fettibimmel spart? Du kannst dann dein Premium schnappen und ach ja, stimmt. Mit abfahren. Weil ich bin jetzt. Dann weiter siehst du. Ich kann auch mitfahren, aber. Weil ich bin jetzt hier nämlich mit dem Silage rausholen aus dem Silo fertig. Ich lade jetzt nochmal die Rest ab, wo es hier drin ist. Und dann sind die Silos leer und ich hab. Ja, okay, viel besser ist auch nicht. Bisschen besser sind die FPS geworden. Bei mir jetzt was gebracht. Eieiei, bin hier in Sachen geblieben. Noch ein Ballen in der Scheune. Wo ist es? Oh, bremsen. Ein Flackenballen. Das muss ich mir auch angucken. Da hinten ist er so. Also da hinten bei der Scheune. Bei der Kuh-Ding halt. Der Kuhse. Hauptsache man spawnt halt mitten in der Kugel drin. Und da komme ich nochmal zu euch. Aber wir dürfen uns fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken. Sebi ist leider AFK. Ja. Das heißt, der kann bei der Verabschiedung nicht mit dabei sein. Ach, da haben wir den Ballen. Hey! Hallo! Lass ihn aus! Junge! Wo willst du denn ihn hinschmeißen? Tja, auf dem Unimogruf. Achso. Warte. Ich mache die Spanngurte weg. Ja, lass fallen. Nein, lass den Spanngurt weg. Ja, noch ein Stück zurück. Ja, so. Wunderbar. Aha. Hallo. Abmoderation. Ja, wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Denn wir sind für die heutige Folge für den Sonntagmittag auch schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch da lassen, wäre natürlich sehr nett. Jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch. Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Den roten Knopf unten bitte grau machen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung ganz oben beim Sebi auch mal vorbeischauen. Den Part muss jetzt ich leider für... also... den Part übernehme jetzt ich für ihn, weil er ist gerade nicht da. Nicht drauf. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, wie der Flipsi gesagt hat, gerne einen Daumen und ein Abo dalassen. Nun, ansonsten sehen wir uns dann am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rahl und da wünschen wir allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntagmittag und bis morgen ab zu Stappenbach und bis Mittwoch. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a
shooting star. Let them know you.